Okay, meine lieben Pokémon-Freunde, willkommen zu einer neuen Soling-Folge. Ich weiß nicht, ist dein Kanal oder mein Kanal? Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir trainiert. Ich habe hier Press Level 29, Gata Level 29, Gamba Level 29, Crowdin Level 29 und Guevara auf Level 31, damit wir hier unser sickes Dori haben. Okay, ich habe Dark Knight 28, Heramish 29, Umbreon 27, Gaudion 26, Baijan 28. Alles safe, lass uns gehen. Go, go, go! Wir machen jetzt die Arena und zerstören die. Du wolltest eine Story erzählen, hast du gerade eben erzählt. Ach ja, genau. Kurz vor dem Part haben wir ja trainiert. Und also zwischen den beiden letzten Parts, und ich muss nochmal neu reingehen, weil ich Stärke verhauen habe versehentlich. Weil ich einfach zu schnell unterwegs war. Naja, auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall. Auf damit. Naja, auf jeden Fall. Ja, jetzt kann ich das nicht wieder sagen wegen dir, danke. Ich weiß. Ach ja, also. Naja, auf jeden Fall. Ja, lass mich jetzt sprechen. Mann. Wollen wir vielleicht erst gegen Harpy kämpfen? Das könnte vielleicht ein Tänzer sein. Ja, dann sehe ich's. Okay. Alles klar. Ein Grund im Bodenraum will er mich, okay? Wo ich Apollo. Mich okay. Alter, ach, was ist das für eine krasse Animation mit dem Stein? Der ist ja richtig stark, der Typ. Ich bin stark. Das halte ich für nein. Liebe. Was denn? Fluch. Oh, der ist gerade Kapieranzahl. Hä? Kannst einfach rauswechseln. Ja, der hat ungerade Kapieranzahl, mein ich. Alter, das ist wieder das Retard-Expert. Das ist richtig retarded, Timo. Also ja. Richtig retarded. Sehe ich auch so. Ja, danke, alter Konfu-Strahl. Oh nein. Hä, hey, warte, wie viele Pokémon hat er? Hat er nur 2? Drei? Was ist denn los mit dem? Der kann ja gar nichts. Auf Level 36! Du hast immer noch Present. Das Ding macht nichts gegen Present. Aber was hat er dann bei dir? Ja, das wird eine gute Frage. Holy shit. Heule, okay. Also X-Bad ist total handelbar. Aber die Pokémon danach werden lustig. Finte. Ja, das macht nichts, okay. Gut, wir haben als nächstes. Er hat nur 2 Pokémon. Ja, Knogger. Ich hab 3 verstanden. Knogger ist sein zweites Level Pokémon. Level 36, ja. Ja, Heramish mit Surfer, alles safe. Hätte ich jetzt noch Levitate, ne? Die Schwebe. Das wäre richtig gut, aber man kann nicht alles haben. Ich hab die 5 verloren, auf jeden Fall. Alter, du kleiner Speeder, du. Snackrap. Snackrap, also irgendwie ist Snackrap, Mann. Was war das denn? Er hat Heuler eingesetzt. Ja. Weiß ich hab gerade ein sehr komisches Geräusch gemacht, irgendwie. Keine Ahnung, kannst du nicht nachhören. Okay, das reicht langsam. Gut, kann ich eigentlich schon anfangen, naja, Geschichte auf zu erzählen? Jeden Fall. Und zwar hat es geklingelt und Postbote wollte ein Paket liefern. Ich dachte, ja, Paket, okay, weil eigentlich warten wir noch auf ein Paket und so weiter und so fort. So. Und dann kommt er hoch mit einem riesigen Paket. Das Paket ist fast so groß wie ich. Vielleicht ein Kopf kleiner. Ist auch nicht gerade leicht. Und dann war das Paket gar nicht für uns. Das war wieder so, ja, können Sie das Paket für mich an, für die anderen annehmen. So. Er hat dann nochmal geklingelt gehabt, hat halt versucht. Er hat dann noch nicht mal erstmal versucht, dahin zu gehen. Ich meine dann halt, da wohnen sie, promieren sie es erstmal da. Hat er geklingelt, war niemand da. Gut. Dann dachte ich mir, komm, das war so ein alter Mann mittlerweile schon, hat auch nicht ganz. Ja, hat. War jetzt auch gerade nicht die ansprechbarste Person, hat nicht viel gesprochen, war halt etwas älter und dachte mir, ach komm, der ist gebrechlich, dem helfe ich jetzt, damit er nicht das Ganze nochmal zurückschleppen muss, weil er hätte den Fahrstuhl halt das runterfahren müssen, den Fahrstuhl runterfahren müssen, aber vor allem die Treppe runtergehen müssen, die danach noch kommt. Und dann dachte ich mir, komm, lass ihn jetzt hier, dann ist es schon mal hier. Und dann lässt es einfach da stehen und hilft mir das noch nicht mal beim Reintragen oder so. Und dachte mir auch so, zu dem Typen, also dachte es mir, hab's nicht gesagt, aber ich dachte mir dann auch wirklich, Alter, dann helfe ich dem? Ich hätte ihn das Ganze dann auch nach Hause tragen lassen können. Wo ist das Karma? Karma, dafür, dass du nie gemein bist. Oh. Warte, das wäre doch dann kein Karma. Ist auch nur ein Spaß. Ja, aber du bist so dumm. Ja, du bist richtig lustig. By the way, wir können jetzt eigentlich gleich direkt zum 6. Orden schon reingehen. Wo ist die Shuckle-Gedöns? Wo kann man Shuckle bekommen? Brauchen wir doch nicht. Ja, aber wo kann man das bekommen? Das sollten wir ansprechen. Das gibt's. Aber wo, damit es safe ist, damit es. Ja. Das heißt, die Leute es auch sehen. Heißt der Schimmel? Heißt es wirklich Schimmel? Nee, sie ist Patty oder so. Ach, hier, ne? Der Typ. Geh bei dem hier. Ich bin schon hier. Der gibt einen auf jeden Fall einen Potrot, deswegen werden wir uns gleich später einen extra Encounter holen. Nein, ich will deinen Potrot nicht. Wo holen wir jetzt den Encounter? In der neuen Route, später im Wald, in der Höhle Richtung 7. Orden oder so. Okay. Aber wir werden jetzt wahrscheinlich gleich schon den Olivia City Orden machen, genau. Heute ist eine richtige Ordenszeit und ich würde sogar sagen, nach dem Orden. Ich glaube, der Part wird etwas kürzer dann auch, weil wir machen dann 2 Orden, wir kommen dann extrem gut voran. Alles klar. Oh, ich habe aus Versehen jetzt hier noch einen Trainer, den speede ich einmal ganz kurz. Das wäre dann etwas blöd. Alter, Fuchtler.
Das ist ganz cool eigentlich. Hast du dir Fliegen geholt? Ja, ne? Wo kann man Fliegen holen? Surfst du gerade wieder zurück? Ja. Wo kann man Fliegen holen? Wo kann man Fliegen holen? Die Frau von der Arena gibt dir Fliegen. Oh, hab ich vergessen. Ah, ich wollte nur den Trainer machen. Ich hab noch nicht den Trainer gemacht, Timo. Vergiss das doch nicht. Ich wollte, dass die Trainerin noch gemacht wird. Alles safe. Bestell die Leute, die das Video gerade present. Was warst du gerade? Was wird das? Present. Hä, ich wollte doch nur gegen die kämpfen. Achso, ja, na klar, Mann. Alles Snackwrap. Alles safe, alles Snackwrap. Ich wollte, hallo, das war einfach so viel Snackwrap für mich. So einfach gesnackwrap, dass ich das unbedingt machen wollte, Mann. Ja, so kommt TM2, wenn ich jetzt auch etwas schneller bin, muss ich ein bisschen rumfliegen, rumspeeden. Rumfliegen, rumspeeden. Ja, alles dasselbe, Mann. Ah, Present, nur weil du so ein Trottel bist. Hallo? Das ist ein bisschen fies, Mann. Was hat das Ampharos da gerade gesagt? Was denn? Was hat Paulu gesagt? Eine Octopaul? Palu, Palulu! Warte, schauen wir mal nach. Komm, ich flieg da mal schnell hin. Bisschen Palu. Speed, ne? Oh, läuft! Speed und Flieg. Flieg und Speed oder so, keine Ahnung. Nee, so, Liviana Sally. Ja, wirklich, Timo. Ja. Das wusste ich jetzt nicht. Danke, danke ich fürs Aufklären. Ich weiß nicht, hab ich dir gesagt. Ja, da hab ich schon fast gedacht. Ja, hab ich dir gesagt. Aber hier ist leider kein Fahrstuhl, ne? Sonst kann man. Ja, in der fünften Gen, sag ich schon, in der vierten Gen kann man ja hier mit dem Fahrstuhl dann hoch. Ja. Und hat kurz so ich finde die Animation hier sau cool, also wie das da so hochragt. Ja. So, jetzt werde ich auch noch ein bisschen wieder speeden. Ja. Richtig. Guck hier, jetzt stehe ich da oben. Du bist super. Okay, Timo, ich bin stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich. Danke, Mann. Du hast viel in deinem Leben erreicht. Ich weiß. By the way, der Typ, der ihm die Medizin gegeben hat. Warte, hier wäre noch ein Ball gewesen. Erzähl weiter. Der Typ, der ihm die Medizin gegeben hat, der ist dort der Supermarkt, ne? Okay, schön für dich. Ich bin da. Ja, warte ganz kurz. Alter, du bist schon viel zu schnell. Aber ich bin jetzt nicht mal. Was kann ich dafür, wenn du so langsam bist? Ich musste halt noch die Trainerin machen. Ich surf mal wieder zurück. Okay, jetzt schauen wir mal, was Amphi macht. Wie geht es dir? Ich einfach zurücksurfen lassen. Warte, ich möchte jetzt vorlesen, was Amphi macht. Amphi sagt. Palu, Palululu. Palu, Palululu, was ist das denn? Ich hätte dich einfach zurücksurfen lassen sollen und dir erst dann sagen sollen, dass das wäre richtig assi gewesen. Da hätte es ja noch länger gedauert. Lernst du vielleicht aus seinen Fehlern, Present. Ja, das hatte ich so ein bisschen für fies. Ah, ich wusste das ja eigentlich auch. Ich hatte es nur in dem Moment vergessen. Ja, so wie alles in der Gen, was ich dir erklären muss. Ja, richtig. Aber eigentlich, ich habe das Spiel noch relativ gut in Erinnerung. Ja, nur eben Hard Gold und Soul Silver eben eher als Gold und Silver. Da gab's da Aufliegen. Ich weiß, aber dadurch, für mich ist es wie ein anderes Spiel, Mann. Die Grafik macht's aus, die Grafik. So, spielen wir das jetzt noch schnell, damit ich hier wieder schnell bei Timo bin, damit er nicht so lange auf mich warten muss. Weißt du, Jasmin sieht aus wie ein Schwein. Stell dir mal vor, die Dinger an den Haaren sind ihre Augen und das Schwarze ist so eine Schweinnase. Jetzt, wo du sagst, wow! Du hast leider echt recht. Sie sieht aus wie ein Schwein. Als hätte sie so einen Schweinekopf. Ja, genau. Alter! Mit so Schweinsöhrchen. Oh nein, du hast total recht. Oder wie ein Fleckmann-Kopf. Das erinnert mich auch irgendwie an Fleckmann ein bisschen. Okay. Können wir go? Können wir go? 3, 2, 1, go. Danke für die Hilfe beim Leuchtturm. Hallo, ich bin Jasmin. Ich will nicht wissen, welches Level der ihr Pokémon hat. Ich glaube auch Level 36 Maximum. Nee, ich glaube Level 40 wird es sein. Na, ich glaube maximal Level 36. Ja, Level 40. Ja, und die hat auch ja genau! Geil! Level 36 ist das erste Mal. Nice. Das erste Pokémon ist Level 36. Nice! Ja, dann wird das zweite auch Level 36 sein. Das dritte auch. Was ist das? Nee, das dritte wird dann noch ein höheres Level haben. Das war Ironie, Timo. Was hat sie bei dir eingesetzt? Skorgler. Ja, geil, und ich kriege hier ein Lava, das ins Gesicht. Hey, Skorgler ist auch gut. Oh, wie cool Agilität aussieht. Schön finde ich. Bin ich jetzt hier auf Surfer. Aber nebenbei, ne, Agilität bringt nichts für Crits und so weiter, ne? Ja, weiß ich. Gut. Aber Level 36, eine Zeit lang noch. Ich kein starkes Pokémon haben, ne? Ja, sobald er Mewtwo hat, wäre ein bisschen Rip. Wäre ein bisschen sehr Rip, ja. Snack-Rap. Alter, Finte. Ja, Snack-Rap. Oh, Alter, ich wollte nicht speeden. Das war jetzt ein Versehen, Guys. Nice. Also ist easy. Oh, easy. So, Skorgler ist easy Snackwrap gewesen. Das ist tot. Als nächstes kommt... Alter, Present kommt rein. Timo. Papunga. Da Timo, Present kommt rein. Panzeron? Nein, Present kommt rein. Akani? Nein, Present kommt rein. Hä? Portugal? Ja. Achso. Okay, lass mal uns das schneiden. Bis gleich. Ah! Hi, na, wie geht's euch so? Frauen, Kinder,
Sonne, Mond. Bisher, ich bin eigentlich ein Geheimagent, aber verratet's Present nicht. Ich bin der Coole. Timo, der Coole. So nennt man mich. Ja, wie geht's denn euch so? Das ist von Frauenkinder, Sonne, Mond, Sterne. Pokémon, Sonne, Mond, confirmed. Mir ist, ihr wisst ja immer, wenn Present weg ist, ist mir super langweilig. Dann sitze ich hier und ich kann nicht irgendwas machen. Ich kann nicht auf Twitter oder so, weil ich dann Angst habe, dass irgendwas mit der Audio oder so passiert. Dann kann ich nicht mal irgendwas machen. Ich sitze hier einfach rum und mache nichts. Ich habe hier 2 Euro liegen. Pass auf, wir machen Folgendes. Wir machen jetzt Kopf oder Zahl, okay? Ich werfe jetzt die Münze. Ihr schreibt jetzt alle in die Kommentare entweder Kopf oder Zahl. Und mal sehen, ob ihr recht habt. Vielleicht macht Present sogar hier einen coolen Strawpoll in dem Video. Vielleicht. Vielleicht mache ich das. Ich glaube, das ist ein Video auf meinem Kanal. Mal gucken. Aber wir machen jetzt hier Kopf oder Zahl. Und? Ich bin wieder da. Was ist los? Es ist Zahl. Wir können es weitermachen. Herum geht's. Alles klar. So, ich war gerade AFK. Ich glaube, ich habe es rausgeschnitten. Ich habe mit den Leuten geredet. Ja, ich habe es wahrscheinlich aber rausgeschnitten, weil man keine Musik gehört hat. Währenddessen. Ja, ich habe mit den Leuten geredet. Was hast du... Ja, mal gucken, ob wir weitermachen. Ja, ich mach schon weiter. Vielleicht habe ich das aber rausgeschnitten. Was machst du dann? Das wäre schade. Ja, das wäre echt schade. Aber man hat keine Hintergrundmusik gehört. Ja, dann tust du einfügen. Als ob ich mir die Arbeit dafür mache. Okay, ja. Was ist dein letztes Pokémon? X-Bud. Oh. Schon wieder. Kokobei. Oh nein. Vom Level 42. Das ist gar nicht mal so cool, ne? Ja, und ein Psycho-Pokémon. Okay, pass auf, ich gehe raus. Was denn? Gehe ich raus in Golivierer und setz Fliegen ein oder gehe ich raus in Presence setz Fliegen ein? Ich glaube, ich gehe raus in Presence setz Fliegen ein. X-Bud auf Level 42. Alter, das ist aber echt ein sehr, sehr hohes Level. Ach ja, jetzt sind auch alles vollentwickelte Pokémon. Ja, jetzt ist es vorbei. Wir haben es erreicht. Jetzt ist es richtig vorbei. Der Spaß. Wie viel macht Fliegen? Das macht doch nix, oder? Oh, jetzt auf! Vor allem die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt Legis kommen, ist dadurch auch höher geworden. Ja. Sowas wie ein Mewtwo kann eher kommen als... Oder ein Simsala. Ja, als vorher. Richtig. Oh, Crit. Oh. Nein, das ist heißt, gut. Wir werden jetzt eher gereckt von Sachen. Ja, Hyperattack. Oh. Ah, das ist nicht cool. Damage. Die Verwirrung ist richtig nervig, aber jetzt komme ich durch und jetzt bitte sein Tool KO. Auch wenn du auf Level 42 bist und ich nur auf Level 29. Bitte. Es wir ist müssen ein demnächst echt eine Trainingssession einhalten. Ja. Ich hätte, also allein diese Levelkurve, die wir angehoben haben, eben, hat vieles ausgemacht, weil normalerweise wären sie jetzt Level 35 oder so. Ja, also ab jetzt merkt man auch die Levelkurve, die wir erhöht haben. Richtig. Da kommen die 20% auf jeden Fall zum Vorschein. Ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir, das hier ist jetzt wahrscheinlich der letzte Part unserer Aufnahmesession, dass wir vor dem nächsten Part wenigstens alle Pokémon so auf 36 vielleicht sogar trainieren. Ich glaube 35 reicht, weil wir haben noch einige Trainerkämpfe vor uns. Ja, okay. Da nach vorm See des Zorns, weil ich glaube, da wird ungefähr dasselbe Level sein wie der Arena-Leiter jetzt. Okay. Etwas weniger. Ich habe den Orden. Sehr nice. Ich habe jetzt auch getroffen, bin durchgekommen. Damit sollte ich X-Bud besiegt haben und den Orden haben. Nice. Perfekt. Damit ist X-Bud weg. Perfekto. 6 Orden haben wir. Nice. Ja, dann würde ich sagen, können wir jetzt eigentlich in Richtung Teak City gehen. Ja. Dann schon mal in die Höhle und dann würde ich auch schon den Part beenden. Vielleicht nach 20 Minuten oder so, weil wir haben halt so viel geschafft. Das schafft man normalerweise erst in 3 Parts, Mann. Und wir sind halt einfach Profis. Psst, erzähl das nicht. Das darfst du den Leuten nicht erzählen, Mann. Stachelspore. Term 23. Normalerweise Eisenschweif ist jetzt... Ja, brauche ich nicht. Groll, wow. Groll! Groll. Was bisher geschah. Ach, ja. Wir können ja jetzt fliegen. Ja, richtig, stimmt. Sollen wir noch irgendwo hinfliegen? Na, wohin denn? Lass dich mal gucken, wo es die Superangel gibt, okay? Guck mal nach. Währenddessen fliege ich einfach mal nach Teak City. Super. Das ist das Gute, dass wir 2 gute Pokémon haben, die vom Fliegen hier profitieren. Auf Route 12, das ist in Kanto. Und Profi-Angel gibt's gar nicht. Gibt's erst ab Rubin und Saphir. Ach nee, doch nicht. Hier in Oliviana City, da wo wir gerade sind. Wow, okay, ich bin direkt weggeflogen. Ja, nice. Hat ja perfekt gepasst. Dann können wir jetzt hier uns noch die Profi-Angel holen. Ich weiß sogar, wo es die gibt, Present. Wo denn? Guck mir zu. Guck mir zu, Digga. Also ich bin der Meinung, dass ich's weiß. Gut, ich gehe mal wieder zurück. Oder flieg mal wieder zurück. Und zwar, ich glaube, in einem von den beiden Häusern hier oben. Und ja, nennt mich den... Nee, der will farbige gegen Pinsel tauschen. Ja, nennt mich den Moment. Meister. War's hier? Richtiger Meister.
Wow, du bist so ein Trottel. Aber das ist aus den Anglasch. Ja, das haben wir rausgeschnitten. Ja, und zwar ist genau hier. Nennt mich ein Meister. Natürlich. Lassen wir das mal so stehen, Leute. Ihr habt es alle gesehen. Ich habe es nicht rausgeschnitten. Das, diese Peinlichkeit bleibt für sein Leben. Nee, die Leute fanden es cool. Nein. Fanden sie nicht. Sie lachen nicht gerade alle aus. So, wo können wir jetzt als nächstes angeln? Wo haben wir, in... Teak City. Wir können Teak City angeln, genau. Richtig. Das machen wir jetzt auch. Ah, richtig. Richtig. Ah, das aber wir hätten auch nur Olympiana City direkt angeln können. Verdammt. Nein, wieso? Lass mal lieber in Teak City angeln. Ja, aber in Olympiana City können wir gleich auch angeln. Psst, da können wir auch surfen. Wir hätten Moment, hä? Wieso surfen wir nicht direkt? Hab ich mich gerade auch Wieso sind wir so schlau? Ja, wir brauchen eine Profi-Angel, damit wir ins Wasser können. Oh, Mann. Ja, da aber jetzt möchte ich schon angeln. Ja, nee, jetzt surfe ich. Nee, jetzt Da haben wir Flex. Haben wir schon, oder nicht? Ja, haben wir. Deswegen hol dein Pokémon erstmal. Damit wir, ja, könnten wir so sich nehmen können. Wegen Damien Flex, aber. Ich mach weiter, So, machen wir weiter. So, speeden wir mal ein bisschen. So, komm. Glutexo! Alter! Komm, lass mich bitte jetzt irgendwas Cooles bekommen. Es ist ein... Ah, komm schon. Ich bekomme halt einfach nichts. Quapuzzi. Na. Wieso hast du nicht geangelt? Alter, sagst du, wenn jetzt was mit der Angel passiert? Wollen wir vielleicht fliehen und dann angeln? An einer anderen Stelle? Dürfen wir doch gar nicht. Ja, an einer anderen Stelle, meine ich. Was meinst du? Weil ich glaube, man bekommt bei der Profi-Angel auch ungefähr dieselben Pokémon, oder? Ja, ja. Ja, ja. Wäre vielleicht eine Idee, weil es bringt halt nichts, wenn wir ein weiteres Wasserpärchen haben. Ja, ja, ich bin geflohen. Ja. Das ist schlau. Und deswegen lass uns lieber solche Pokémon wie Glutexo aufsparen. Das ist nach Olympiana City. Jo. Es fängt an zu regnen. Das ist ganz wichtig. Okay, ich angel. So, warte mal, ich muss kurz... Bihorn! Ja, okay, darf ich nicht nehmen. Ja, dann, warte. Ich muss erst mal schauen, was ich habe. Profi-Angel auswählen. So. Ich habe ein nichts. Nicht einmal angeknabbert. Nee. Ja, dem war. Gut. Und ich hätte ein Kramurks. Das heißt, wir können Kramurks und Glut. Das könnten wir nehmen. Ja, können wir. Fliehen wir. Also ich fliehe jetzt. Bihorn? Ja, bringt nichts. Was du? Nebulak. Geht nicht. Okay. Geht doppelt. Bisaflor. Oh lol. Kramurks. Das geht, ne? Haben wir. Wir haben wieder Bisaflor. Wir haben Genbar. Na, warte. Ja, doch, ist Pflanzen-Pokémon. Mit was ist Genbar nochmal gefahren? Mit Heramisch, ne? Wollen wir das wirklich jetzt hier wieder verbrauchen? Wir haben auch so viele Pflanzenteils. Es ist halt nicht schlau, tatsächlich. Wir haben Lorblatt. Wie bitte? Auch freilassen? Ich würde es tatsächlich machen, weil wir können irgendwann ein Bisaflor-Tonupto-Pärchen, hier Lutexo-Pärchen oder so bekommen. Na gut, dann können wir aber noch nach Rosalia City. Das wäre eine Idee. Wo ist das? Rosalia City ist... Bisaflor! Ernsthaft? Ja. Okay, warte mal, wo ist das? Rosalia City. Hä, warte mal, Rosalia City? Das ist die zweite Stadt. Hä, wieso auf Level 20 bei dir? Okay. Wie der Profi-Angel. Ja, okay, na, meint. Okay, dann... Kramurks wieder, no. Ach, come on! Fliehen wir? Ja. Okay. Ich glaube, du solltest beim nächsten Mal surfen. Also, wir brauchen sogar eher was wie Kramurks mit Glutexo. Das wäre cool. Das wäre echt cool. Wo können wir noch irgendwo surfen? Ducatia City? Nein, Azalea City. Azalea City könnten wir, oder nicht? Nein, da gibt's auch nichts. Viola können wir noch, Viola. Da haben wir schon. Haben wir? Aber in... Stimmt. In Anemonia City da, das wollten wir noch erzählen, ne? Ja, wir haben vielleicht wahrscheinlich zwei Encounter verkackt, weil wir da die ganze Zeit herumgesurft sind. Und es sind erstens sind zwei Routen, zweitens bin ich der Meinung, ich bin Anemonia City in einem Encounter begegnet. Ja, und deswegen sind wir da auch ehrlich und sagen, können wir nicht. Schade. Richtig. Das heißt, wir können jetzt wieder nach Teak City. Aber richtig, dann lass uns... Ja, müssen wir auf jeden Fall uns aufsparen und dann können wir jetzt erstmal hier weitergehen. Genau. Okay, hier ist ein können Pokéball. Wir gleich auch direkt. Sonnenbonbon. Goldbeere. Wollen wir da nicht surfen? Weil Bisaflor bringt ja nicht so viel. Aber Glutexo. Und neben Ducatia City, also in Teak City habe ich eben Glutexo gefangen. Ich weiß nicht. Lass mal lieber surfen. Ich finde das, glaube ich, sicherer. Weil es könnte erst recht was Cooles hier kommen. Ja, okay. Mit der Angel bist du jetzt etwas beschränkt, deswegen die Wahrscheinlichkeit, dass du Glutexo bekommst, ist halt nicht so hoch. Ah, okay. Dann schauen wir mal. Hoffen wir mal, dann speeden wir auch ein bisschen. Ich habe Cursilla! Azumarill. Wieder Water-Types. Cursilla ist von welchem Typus? Ich habe Eis.
Ja, lohnt sich halt wirklich nicht. Ich weiß, na, wobei, na komm, wir können jetzt nicht alle Encounter wegwerfen. Ja, doch, aber wenn wir uns Sachen aufsparen können. Ja, aber Cursilla und Azumarill werden wir niemals haben wollen im Team, wenn wir schon Arctos und Dingens und so viele andere gute Water-Types haben. Alle Kursfehler ist. Ja, es wäre halt auch blöd für die Zuschauer, wenn wir jetzt halt alle möglichen Encounter wegwerfen. Nur weil ja, wir klar. Also bestimmte schon, sowas wie Glutexo, weil das sollte man sich aufsparen. Aber Cursilla und Azumarill sind jetzt nicht First Picks. Na gut. Naja. Naja. Ah, ich kann es nicht schwächen. Ich werde einfach Bälle werfen. Ja, Snackrap. Komm, Pokebälle, vielleicht gehst du ja mit rein. B rechts Speed vielleicht. Alter, wieso ist das so einfach? Ich weiß es nicht. Oh, ich wollte auch B rechts Speed machen, dann bin ich auf den Speed-Knopf ohne irgendwas zu drücken gekommen. Dann habe ich es gemacht. Ja, ich würde sagen, easy. So, zum Ende, das ist der gute Impel Down. Wir werden das Cursilla nach Nershi benennen. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. So, dann haben wir Nershi. Zack. H und I. So, dann geht's weiter, ne? Alles klar. Aber wir gehen durch den... Ah, wir können in der Höhle auch noch einen Encounter von. Ja, aber ist halt... Hey, brauchen wir Blitz. Ja, richtig. Wir können uns trotzdem einen Encounter holen, oder nicht? Ja, wollen wir sagen, egal, auf die Höhle, wir gehen da gleich mit Zwerg rüber, aber holen uns noch den Encounter. Ja, ich bin jetzt... Come on! Alter, bitte. Alter, du kommst da gar nicht. Was kann brüllern? Oh nein, war nicht Speed hin und her. Mogelbaum! Ja, das könnten wir ins Team... Nein, können wir nicht, aber... Nein, wir holen uns nicht... Stopp. Stopp, ich hab Desfota. Und ich möchte Akani beim Team haben. Beziehungsweise... Ja, aber nein. Eigentlich nicht. Ich will jetzt einen Ball, ja? Ja, aber was ist, wenn Akani reingeht und ich möchte dann Akani haben und Jupes Claws? Wieso machst du das? Timo! Wir können sowieso nie werden, sowieso mal dieses Pärchen benutzen, bitte. Timo, was machst du jetzt gerade da? Hey, vielleicht möchte ich Akani auch haben. Ja, aber was bringt es dir, wenn ich Mogelbaum habe? Vielleicht stirbt der Esportal ja irgendwann. Nein, sagt sowas nicht. Das passiert nicht. Ach ja. All present. Das ist auch... Okay, du entscheidest es. Es ist mein Lieblings-Pokémon. Ich würde es gerne haben. Ja, wenn du... ich will es am liebsten immer besiegen. Du wirst niemals ein Akani bekommen. Genau, das sind meine Träume. Ich werfe drei Bälle. Wenn es nicht reingeht... Dann werde ich es besiegen oder fliehen. Okay, es ist drin, ich hasse dich. Ich hasse dich einfach. Ich werfe auch drei Bälle, okay, einen habe ich schon. Ja, okay. Das ist jetzt der dritte. Aber ich darf ihn schwächen, wenn ich möchte, ja. Ja, mach das. Ich warte so lange. Dein Speed aber ein bisschen, weil ich möchte jetzt dieses Mogelbaum nicht... Ja, so lange ist gut gemacht. Danke, Akani, das ist mein Mann. Dann, sorry, Mogelbaum, du hättest mal ein Pokémon sein können, ein Zuschauer, aber... Es gibt Prioritäten im Leben und Akani ist eine Priorität. Ja, ich habe Prioritäten gesagt. Prioritäten? Prioritäten. Oh, Sonnenbaum. Was habe ich jetzt hier falsch gesagt? Prioritäten. Nein, du hast Prioritäten gesagt. Ich habe Prioritäten gesagt. Prioritäten. Oh, Prioritäten. So, egal. Wieso gehst du jetzt wieder hier rein? Geh doch einfach weiter. Hab noch was geguckt. Okay, sorry, Mann. Ist es hier jetzt wieder eine neue Route? Nee, ist nicht. Ist nicht? Sollte dieselbe sein. Zumindest habe ich auch schon Pokémon gesehen, Abonitas. Und hab's einfach bin einfach geflogen. Also gehst du einfach davon aus, dass du es, weil du dumm bist? Ja. Hä? Nein! Auf einmal, ja. Hatten wir die schon mal Amoroso gefangen? Nee, wir haben es dann nicht gefangen, nein, oder? Nein, nicht. Aber es war mal ein Encounter. Ja, und? Nein, aber wie gesagt. Ja, wollte mal, hätten wir auf jeden Fall haben wollen. Hey, das ist ein Trainer, gegen den ich gerade kämpfe. Ich schau jetzt gleich nach, was ich dort bekommen hätte. Ja, schau jetzt erstmal nach, ob es vielleicht eine neue Route ist. Ja, okay. Wenn es eine neue Route ist. Bisschen RIP. Heißt nur Monitas. Ja, aber mal sehen, was ich dort bekomme. Hä, doch, wir hatten doch. Ne, hatten wir nicht Gaia irgendwie nochmal gefangen? Doch, haben wir. Doch, haben wir, stimmt. Ja, sie ist alles safe. Dann aber ist eh die gleiche Route. Ja, ist. Ja, siehst du, alles safe, wusste ich doch. Oder warte? Ja, doch, ist die gleiche Route. Wir hätten, glaube ich. Ja, nee, nicht schon gut. Also. Okay. Okay, aber ich hätte trotzdem gern gewissen. Gleich möchte ich trotzdem gucken, was ich bekommen hätte. Ja. Aber ich würde sagen, dann können wir jetzt eigentlich auch gleich den Part beenden. Wenn wir in der Stadt gleich sind, können wir den Part beenden, ja. Okay. Ich werde das jetzt hier auch speeden. Ne, lass mal die Trainer speeden, weil die sind echt easy. Die sind Level 19 oder so. Die sind easy Snack Rap. Ja, die sind easy Snack Rap. Ja, die Sache ist halt die, das finde ich halt so merkwürdig an der Levelkurve, weil du hier halt schon hin konntest, bevor du den Orden gemacht hast. Ja, das ist ja sind die so low. Ja, ich weiß. Das ist ja auch verständlich, wieso man das macht, aber ist halt blöd. Also Simsala. So, Metronom. Will ich Metronom erlernen? Oh, nein. Am Ende kommt Finale. Okay, ich hätte bekommen...
Electric. Ja, hätten wir also beide nicht nehmen können. Oh nein! Alter! Ja, das war ein bisschen RIP. Route 42, oder? Das ist alles Route 42, ne? Ja, ja. Das heißt, okay, Route. Dann würde ich sagen, das ist dein Part, oder? Ja. Dann würde ich sagen, das ist mein Part, oder? Ja, werden den mal. Naja, auf jeden Fall. Ach ja, erzähl. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch eine positive Wertung da. Dieser Part ein wenig kürzer, wie gesagt, weil wir ja ein bisschen was gemacht haben. Und ja, dann sehen wir uns dann im nächsten Part wieder, wenn wir dann Richtung See des Zorns gehen und wenn wir Richtung... Warte mal! Was? Stopp! Was ist? Wir dürfen uns noch irgendwo einen extra Encounter fahren. Das machen wir dann. Okay. Ja. Na gut. Okay. Na gut, dann würde ich sagen. Naja, auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss.